Cyberport präsentiert das Acer Aspire 5. 2020 hat Acer seiner Aspire 5 Serie ein ordentliches Update verpasst. Mit an Bord befindet sich unter anderem Intels neuester Tiger Lake Prozessor. Der T-Online-Technik-Tipp zeichnet dieses Notebook sogar als perfekten Allrounder aus. Ob sich diese Empfehlung in unserem Test widerspiegelt, erfahrt ihr jetzt. Die technischen Daten. Unser Acer Notebook ist 36,3 cm breit, 23,8 cm tief und 1,8 cm hoch. Das Gewicht beträgt 1,65 kg. Der Bildschirm ist 15,6 Zoll und bietet uns eine Auflösung von 1920x1080 Pixeln. Für die Performance ist in unserem Testgerät ein Intel Core i5-1135G7 Quad-Core-Prozessor verantwortlich, der mit einem Grundtakt von 2,4 GHz und im Turbo-Boost mit bis zu 4,2 GHz taktet. Begleitet wird dieser von 16 GB DDR4-Arbeitsspeicher, der auf maximal 24 GB erweiterbar ist. Daten und Anwendungen finden auf einer 1 TB großen PCIe SSD Platz. Starten wir mit dem Design. Hier hat sich im Vergleich zum Vorgängermodell nicht viel geändert. Das silberne Gehäuse ist noch immer dezent gehalten, wirkt jedoch schick und hochwertig. Den Displaydeckel ziert das Acer-Logo, während die Basiseinheit durch die schwarze Tastatur kontrastiert wird. Auf dem Scharnier, welches das Display um bis zu 140 Grad aufklappen lässt, hat Acer noch ein weiteres kleines Detail versteckt: eine Aspire-Gravur. Während die Display-Einheit aus robustem Aluminium besteht, ist die Basiseinheit aus Kunststoff gefertigt. Dadurch bleibt das Notebook mit einem Gewicht von 1,65 kg angenehm leicht. Auch die Dicke von 1,8 cm trägt zur Mobilität bei. Sehr gut gemacht! Das 15,6 Zoll große IPS-Display löst mit 1920x1080 Pixeln in Full HD auf. Die Bildpunktdichte von 141 ppi stellt Bilder und Texte angenehm scharf dar. Dank IPS-Technologie ist der Bildschirm zudem sehr blickwinkelstabil. Die Farbwerte liegen mit einer sRGB-Abdeckung von 56% eher im unteren Bereich, weswegen Bildbearbeitungen lediglich hobbymäßig möglich sind. Auch der Kontrast hätte für unseren Geschmack etwas satter ausfallen können. Die maximale Helligkeit ist mit 285 Candela pro Quadratmeter jedoch vollkommen in Ordnung. Obwohl das Display matt ist, sollte das Acer Aspire 5 draußen dennoch besser im Schatten verwendet werden. Insgesamt gerade noch ein gutes Ergebnis. Kommen wir zur Performance. Verbaut wurde hier Intels neuester Tiger Lake Prozessor, nämlich der Intel Core i5-1135G7 Vierkernprozessor. In Begleitung von insgesamt 16 GB Arbeitsspeicher sind alltägliche Aufgaben wie Surfen, Videostreaming oder Office-Arbeiten auch im Multitasking kein Problem. Selbst einfachere Spiele sind durch die integrierte Intel Iris Xe Grafikeinheit möglich. Allerdings kommt hier keine dedizierte Grafikeinheit zum Einsatz, weshalb nicht auf höchster Detailstufe gezockt werden kann. Auch von sehr grafikaufwendigen Titeln solltet ihr absehen. Da das Notebook allerdings ohnehin eher für den Office-Einsatz ausgelegt ist, können wir hier ein Auge zudrücken. Absolut überzeugen kann die 1 TB große SSD. Dank dieser steht euch genügend schneller Speicherplatz zur Verfügung. Auch das vorinstallierte Betriebssystem Windows 10 Home startet und reagiert stets flüssig. Daumen hoch! Auch bei den Emissionen zeigt sich das Notebook sehr gut. Während es im Leerlauf flüsterleise bleibt, ist es selbst unter Volllast mit maximal 40 Dezibel noch recht still. Auch die Gehäusetemperaturen bleiben unter der 50 Grad Grenze, was ein sehr gutes Ergebnis ist. Klasse gemacht! Die Anschlüsse können uns ebenfalls überzeugen. Mit einem USB-A 2.0, zwei USB-A 3.2 und einem USB-C 3.2 Anschluss, einem LAN- und HDMI-Port sowie einer Audiobuchse ist für das Wichtigste gesorgt. Zum kabellosen Verbinden stehen uns Bluetooth 5.1 und Wi-Fi 6 zur Verfügung. Angesichts der Business-Orientierung hätten wir uns lediglich noch einen SD-Kartenleser gewünscht. Trotzdem sehr gut gemacht. Nun zur Peripherie. Die hier verbaute Tastatur mit Hintergrundbeleuchtung wird durch einen Nummernblock erweitert. Besonders für den Office-Gebrauch ist das sehr praktisch. Tastenhub und Druckpunkt sind angenehm, sodass auch längere Texte kein Problem sind. Das Touchpad reagiert präzise und angenehm flüssig.
Zur Entsperrung des Betriebssystems kann die integrierte Gesichtserkennung genutzt werden. Allerdings verfügt die Webcam über keine Infrarottechnik, weshalb wir die sicherere Passwortentsperrung empfehlen. Die Lautsprecher sind für Videokonferenzen und kurze Videos vollkommen ausreichend. Allerdings strahlen sie den Sound aufgrund ihrer Positionierung nach unten ab. Daher solltet ihr für den Musikgenuss oder längere Videoabende externe Lautsprecher oder Kopfhörer verwenden. Für den Arbeitskontext gut gemacht. Kommen wir zur Akkuleistung. Der 48,9 Wattstunden große Akku hält in unserem Test bei einem Mix aus Surfen und Videostreaming mit mittlerer Helligkeit für eine Betriebslaufzeit von etwa 7 Stunden. Unter Last ist schon nach 2 Stunden Schluss. Diese Laufzeit ist für Office-Notebooks gerade noch in Ordnung, ein ganzer Arbeitstag könnte im mobilen Betrieb allerdings problematisch werden. Hier hätten wir mehr erwartet. Unser Fazit. Das Acer Aspire 5 überzeugt mit einem hochwertigen Design, neuester Hardware, praktischer Peripherie, zahlreichen Anschlussmöglichkeiten und herausragenden Emissionen. Lediglich bei der Akkulaufzeit und der Farbwiedergabe des Displays müssen Abstriche gemacht werden. Wer ein vergleichsweise günstiges Notebook für den Office-Gebrauch sucht und auf aktuellste Tiger Lake Power von Intel setzen will, findet mit dem Acer Aspire 5 für derzeit knapp 830 Euro einen leistungsstarken Allrounder. Wir vergeben insgesamt 4 von 5 Cyberstars.